Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft News. Heute habe ich für euch die Change List und noch eine andere tolle Nachricht, auf gehen wir aber gleich ein. So, ich werde euch jetzt hier nicht alles übersetzen, weil wenn wir jetzt den Google Übersetzer benutzen, ist hier alles auf einen Haufen geworfen, kommen wir gar nicht klar, und das Deutsche, was da gemacht wird, das ist unterste Klasse. Ja, wir gehen hier nur auf ein paar wichtige Sachen ein, also hier, das End wurde geedet, ist klar, das wissen wir von Anfang an, wir können Violins beklettern, sprich die Ranken, die wir in Sümpfen finden. Neta und End bekommen eigene Musik, wenn wir die Overworld verlassen und ins Neta gehen zum Beispiel, bekommen wir auch eine andere Musik, ja? So habe ich es jedenfalls rausgelesen. Eine smoother Color Transitions between Biomes, Penis, oh, Entschuldigung, kam jetzt mal einfach so. Ja. Ja, added Beach to Terrain Generation, also Beaches, sprich Strände werden jetzt auch generiert. Change Neta, also die Räume für die Neta-Warzen wurden auch ein bisschen hübscher gestaltet. Ja, Monster können auch in den Dispenser getan werden, wenn ich mich jetzt hier nicht täusche mit meiner Übersetzung. Spawnen die Viecher dann auch, wenn die aus dem Dispenser abgeschossen werden, auch nicht schlecht. Kann man schöne Fallen daraus machen, in so Tempeln oder so. Dschungel ist leider nicht dabei, wahrscheinlich erst im nächsten Update dann, aber man kann ja nicht alles haben. Und natürlich alles andere könnt ihr euch hier gerne durchlesen. Wenn ihr es jetzt nicht klar sehen könnt, vergrößert, geht auf maximal und schaltet auf HD um, 720p, dann solltet ihr es eigentlich lesen können. Wenn nicht, guckt euch meine älteren Videos an, da sind wir nämlich alle Änderungen durchgegangen. Jedenfalls 70% von allen Änderungen. Hier sind auch noch die Fixes, dass Absturzprobleme behoben wurden, zum Beispiel wenn Enderperlen geworfen wurden und der Spieler das Spiel verlässt. Und da fixed a render update problem on the end of world chunks, bla bla bla. Auf jeden Fall viele Änderungen. Und ja, jetzt geht's weiter, die zweite Nachricht. Ich lasse mal so, dann könnt ihr euch das meiste durchlesen nebenbei. So, zum Release. Erstmal so, ich gebe euch hier Release-Infos gerade. Infos. Das bedeutet nicht, dass ich euch das Datum bekannt gebe, ja. Da haben mich schon einige gefragt, warum schreibe ich mal Release-Infos, aber sag uns dann nicht, wann es kommt. Ja. Warum sage ich euch das nicht? Weil ich das euch noch nicht sagen kann, darf und ich vielleicht auch nicht weiß. Also, wenn ich euch Release-Infos gebe, gebe ich euch Release-Infos. Wie jetzt gerade eben, was ich jetzt gleich tun werde. Blabla. Ist kompliziert, strengt euer Köpfchen ein bisschen an. Wenn ich euch dieses Erscheinungsdatum gebe, schreibe ich rein Release-Infos plus Date, sprich Datum oder Release-Date, whatever. Also ich werde euch schon darauf aufmerksam machen, wenn ihr in meinem Video das Datum erfahrt. Ja, aber egal. Heute ist die Änderungsliste erschienen und gleichzeitig wurde TO9 zum Sir-Test freigegeben, sprich Microsoft testet in diesem Moment Minecraft TO9. Das bedeutet, innerhalb der nächsten 10 Tage wird das Update erscheinen. Ich kann euch jetzt noch kein genaues Datum geben, es kann jeden Tag soweit sein, wir wissen es nicht. Entweder braucht Microsoft nur 2 Tage oder 4 Tage, vielleicht auch 7 Tage, whatever. Aber bis zum 3. April sollte es eigentlich, der 3. April ist Mittwoch, bis dahin sollte es erschienen sein. Also innerhalb der nächsten 10 Tage. Ist verständlich, oder? Ich will jetzt nicht, dass ihr mich wieder fragt, wann kommt das Update. In den nächsten 10 Tagen. Innerhalb der nächsten 10 Tage, Freunde. So, natürlich werde ich ein Video machen, wenn ich das Release-Datum bekomme. Ob per E-Mail oder im Internet erfahre, whatever. Nur, wir wissen ja, aufs Internet kann man sich nicht immer verlassen. Ich hatte ja schon genug Kommentare, in denen erwähnt wurde, yo, ey, Alter, 20. April, ich meinte, 20. März, kommt das Update. Wir haben den 23. März. Wo ist das Update? Es ist nicht da. Ja, im Internet wird viel geblubbert und geblubbert. Da können wir nichts erfahren. Ich check das alles selber und wenn ich euch sage, das stimmt nicht, dann stimmt das auch nicht. Ganz einfache Sache. Ja, also innerhalb der nächsten 10 Tage, merkt euch diesen Satz, Freunde. Innerhalb der nächsten 10 Tage schmeißen wir mit Spawn-Eiern durch die Gegend. Klar. Also, Video kommt, sobald ich das genaue Release habe. Oder falls Microsoft sagt, ey, stopp, weiter nicht als bis hierhin. Ihr habt noch fette Bugs und Probleme in dem Hack, in dem Update. Ich komme immer auf Hack. Dann muss es zurück nach Fiat und wird weiterhin gefixt. Das bedeutet dann, kommt es nicht innerhalb der nächsten 10 Tage. Aber ich denke mal, bis jetzt ist es immer glatt gelaufen und es sollte dann auch wirklich in den nächsten 10 Tagen da sein. Und meistens
geben die das Release ein, zwei Tage vorher Bescheid oder sogar am selben Tag noch und schreiben dann, in den nächsten paar Stunden wird es da sein. Ist klar. Ich sage euch auf jeden Fall Bescheid, wenn ich vorher Bescheid weiß. Bis dahin hoffe ich, ihr konntet euch jetzt hier alles durchlesen. Ich guck nochmal runter, ihr könnt ja auf Pause drücken. So, das ist alles. Hier wurden halt noch ein paar viele Sachen geedit und verändert. Oh, wow, ein How to Play for the End und Farming Animals Tutorial sozusagen fürs End und für Animals Tiere farmen. Ja, das mit den Dispensern habe ich euch glaube ich schon gesagt, dass man Lava und Wasser nun reintauen kann. Ja, also eine Menge Sachen, neue Rezepte und so weiter. Blacksmith Buildings. Ah, in den Villages, in den Dörfern werden jetzt auch ein paar neue Gebäude dabei sein. Neue Kiesstruktur hatten wir, Schafen wächst die Wolle nach, neue Musik fürs End und Neta, ja. Ihr könnt es euch reinziehen, deswegen sage ich jetzt erstmal ciao, bis zum nächsten Mal. Nächste Video wird dann wahrscheinlich das Release verkündigt, würde ich mal sagen, außer ich verpasse es, was ich aber ja nicht glaube. Ja, mehr kann ich euch jetzt gerade nicht sagen, ich bin gerade ein bisschen durcheinander, weil ich jetzt gleich noch ein Hunger Games Season vor mir hab. Deswegen muss ich mir jetzt auch leider beeilen und ihr merkt schon, ich verballer mich. Also, haut rein!